Und die Qual ist real. Wir sind jetzt hier schon über eine Stunde oder eine knappe Stunde am Rumkraxeln, weil wir zur Trollkirche wollen. Es ist ein Kampf, es ist ein Krieg, aber ansonsten, man leidet. Und überall hier über Stock und Stein. Mittlerweile hat auch eben gar keine Aussicht mehr, wie man sieht. Nebel. Boah, tatsächlich eine Stunde 35. Und was sagt ihr, ab ins Dunkel? Ja, ja. Dafür sind wir hier. Da geht's in die Unterwelt zu den Trollen. Boah, da kommen noch mehr Buben. Ja. Ja. Boah, kalt, Alter. Aber fast. Da müssen wir echt aufpassen, dass du dir das Köpfchen nicht anstößt. Ich hab's mir nämlich gerade schon angerumst. Ja, das ist ja, hier kann ich aber gut festhalten. Es ist halt alles sehr feucht und kalt. Jesus, Alter, sieht das geil aus. Oha! Und das hast du direkt reingekippt, ne? Ja, guck mal, ein bisschen wieder drüben. Sind wir alle gut gestärkt? Ja, geht. Jo. Jo. Zwischenmittag. Fürs Mundgefühl, Tobi, gell? Ist so.
Ja. Wir suchen jetzt noch eine Höhle, noch eine dritte oder einen See. Soll hier irgendwo auch sein. Die Frage ist wo. Auch wenn es neblig ist, das ist mal ein wieder feiner Ausblick. Und hier im Hintergrund einfach der See. Ohne Worte, wunderschön, auch wenn es verdammt anstrengend war, der Weg nach oben. Aber es hat sich gelohnt. Saugut. Ich glaube, wir sind noch im Urwald gelandet. So schnell kann sich hier auch die Natur und die Landschaft ändern. Wobei das Felsige ist ja geblieben. Wir gehen jetzt noch weiter, haben es jetzt halbe Stunde noch knapp zu den Autos. Und da steht ein Waldmensch. Also laufen wir noch fleißig weiter, dass wir auch bei Zeiten zurück sind und einen Kaffee trinken können. Die letzten abenteuerlichen Meter durch diesen verwunschenen Märchenwald. Eher wie so, na, Tropen ist es nicht ganz. Es sah mal nach Tropen aus. Wir gehen, wir laufen, wir wandern. Und ich würde sagen, das war's.